Am 1. Mai jährt sich der EU-Beitritt Polens zum 20. Mal. Aus diesem Anlass lud die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern federführend für die Industrie- und Handelskammern im Land zum Wirtschaftstag Polen ein. Schon weit vor dem EU-Beitritt, so erinnerte IHK-Präsident Wolfgang Blanke in seiner Begrüßungsrede, habe die IHK Neubrandenburg die deutsch-polnische wirtschaftliche Zusammenarbeit aktiv gefördert und wies dabei unter anderem auf das Haus der Wirtschaft hin, das die IHK mit Unterstützung der Staatskanzlei in Stettin betreibt. Wirtschaftsminister Reinhard Mayer hob die Bedeutung der Metropolregion Stettin für Mecklenburg-Vorpommern hervor. Dort schlummere ein großes Potenzial an Fachkräften, die in den Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns dringend gebraucht würden. Seit 2020 sei die Bedeutung Polens als Handelspartner zudem stetig gestiegen. So wuchs der gegenseitige Warenaustausch im vergangenen Jahr auf ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro an. Das ist der wichtigste Außenhandelspartner für Mecklenburg-Vorpommern überhaupt, seit 2023 an Platz 1. Und das zeigt, glaube ich, alleine die Bedeutung, die wir den Handelsbeziehungen beimessen. In der Kammerregion der IHK Neubrandenburg sind es allein 70 Unternehmen, die Waren nach Polen ausführen. Andere, wie die vor Ort durch Betriebsleiter Jörg Ahrens vertretene SMW GmbH und Co. KG aus Neubrandenburg, sind wiederum auf Zulieferer und Logistiker aus dem Nachbarland angewiesen. Ja, aktuell ist es so, dass wir mit polnischen Kooperanten und Lieferanten schwerpunktmäßig zusammenarbeiten und diese entsprechend wichtig sind für unsere Materialverfügbarkeit, um unsere Produkte pünktlich und qualitätsgerecht entsprechend ausliefern zu können. Diese beiderseitigen Wirtschaftskooperationen und der daraus resultierende Wachstumstrend seien längst nicht abgeschlossen, versprach Dariusz Pawlosz, der polnische Botschafter in Deutschland. Der EU-Beitritt vor 20 Jahren habe für Polen neue Märkte erschlossen, darüber hinaus aber auch einen kulturellen Austausch hin zu Verständnis, Toleranz und Zusammenarbeit ermöglicht. Gemeinsam gelte es nun, die europäische Solidarität und Identität weiterzuentwickeln. Mecklenburg-Vorpommern sei dabei in wirtschaftlichem wie kulturellem Sinne ein wichtiger Partner. Mecklenburg-Vorpommern ist ein sehr wichtiger Handelspartner für Polen, für ganz Polen, nicht nur für die Woiwodschaft Westpommern. Und es gibt zahlreiche Bereiche, wo wir stark zusammenarbeiten. Bauindustrie, Metallindustrie, zusammen natürlich intensiver Handel und Zusammenarbeit des Mittelstands. Also viele kleine, mittlere Firmen haben hier in Mecklenburg-Vorpommern exzellente Partner und die Arbeit funktioniert sehr gut. Auch in den Dienstleistungen, auch in der Landwirtschaft, also in allen möglichen Bereichen gibt es die Zusammenarbeit. Was mir am Herzen liegt, das ist natürlich auch Städte und kommunale Partnerschaften. Und ich möchte auch, dass wir diese Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft entwickeln. Bei allen zukünftig geplanten Projekten seien es letztendlich die Menschen, die diese Konzepte mit Leben füllen müssen, so Wirtschaftsminister Reinhard Mayer. Dafür sei die rege Teilnahme an dieser Veranstaltung ein gutes Signal.